Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben beim letzten Mal das vierte von sechs Romulus-Verstecken erledigt und kurz vor Ende durch eine Unachtsamkeit von mir bzw. eine Fehleinschätzung von mir haben wir doch tatsächlich noch die volle Synchronisation verkackt. Das, oh, so bitter. Das war so bitter. Das ist immer noch bitter. Es ist für mich immer noch die gleiche Aufnahmesession und ich ärgere mich immer noch ein wenig, ja, über meine Unaufmerksamkeit beziehungsweise über eine Fehleinschätzung. Es kann immer mal passieren, aber warum denn bitte in so einem Moment? Quasi bei der letzten Gefahr hat's mich gerissen, sozusagen. Komme ich denn hier jetzt mal bitte irgendwie auf dieses verfluchte Aquädukt? Kann ja wohl nicht wahr sein. Nicht in dem Brunnen, Ezio. Nicht immer im Brunnen spielen. Habt ihr den Verstand verloren? Läuft da oben eine Wache rum? Nee, gut. Hätte mich jetzt auch arg gewundert. Gut, dann folgen wir dem Ding halt weiter. Aber das geht doch hier gar nicht mehr weiter, oder? Pass auf, ich markiere mal auf der Karte eben, das Romulus-Versteck. So, Karte. Und dann werden wir mal dorthin reisen und uns das mal angucken. Da markiere ich mir erstmal den Tunneleingang. Ah, Moment. Bevor wir irgendwas anderes machen. Taumschlag. Die sollten ja eigentlich alle fertig sein. Wenn mich nicht alles täuscht. So, hier ist der Tunnel. Scheiße. Und hier steht irgendwo der Taubenschlag rum. Ja, sehr gut. So, dann gucken wir erstmal hier vorbei. Assassiner. Guck mal, Waffen voll ausgebaut. Sehr gut. Oh nein. Das war ja der noch Rang 6 war. Naja. Kriegt er halt bei den nächsten zwei Level-Ups die Rüstung. Das war ein toller Move. Y-Auto aufrüsten. Ich glaube nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 können wir immer losschicken. Schade. Ich würde gerne 9 immer losschicken, aber gut. Also wir können natürlich auch alle losschicken, aber ihr wisst ja, ne? 2 Assassinensignale und so. Aufträge. Random London. Da gibt's nichts. Lissabon. Oh, das sind aber viele. Da ist eine Vierer. Können wir mal machen. Können wir da eigentlich 1, 2, 3 und 4. Wobei, wäre es nicht klüger? Das 2-1 zu machen. Dann gibt es 174 Erfahrung. So sind 86%. So gehen wir halt auf Nummer sicher und haben die 100.
wenn wir 2 Siebener und 1 Vierer, dann habe ich aber, dann sind das 9, dann habe ich am Ende nur ein Assassinensignal, aber gut, da wir sowieso noch ein Romulus-Versteck machen in dieser oder in der nächsten Folge, wird sich das schon ausgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, so. 1 Vierer, 2 Siebener. Kölle. Must go. Da haben wir auch noch eins. Sehr schön. Und wieder 1 Vierer, 2 Siebener. Sehr gut. So, hätten wir die erstmal alle verteilt. Die sind jetzt ein Viertelstündchen weg, denke ich mal. Ich habe nicht genau auf die Zeiten geachtet, aber wird schon passen. So, und dann wollen wir jetzt ein bisschen durch die Tunnel kreuchen und fleuchen. Da. Und wollen irgendwo oben rechts hin. Nee, nee. Ich glaube hier. Ich gehe da einfach mal hin. So, jetzt gucken wir noch mal. Aber das sieht aus, als würden wir das Romulus-Versteck ganz gewöhnlich erreichen. Huch. Ist das hier unten? Da ist es. Das ist ja cool versteckt. Das ist richtig cool versteckt. Piper Nigrum, was auch immer das ist. Ja, dann gucken wir doch mal. Hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn wir wieder nur klettern. Aber ich denke mal, so einfach wird es diesmal nicht. Den Schrein des Romulus finden. Volle Synchronisation, nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Okay. Gut, wir haben volle Aufmerksamkeit oder volle Bekanntheit. Das heißt, uns werden Kämpfe erwarten. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene. Die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! Habt ihr noch Luft? Braucht ihr eine Pause, Vecchio? Alarme in Position! Du bist ein... Lass dich nicht entwischen! Ich sehe ihn. Schnell. Nein. Attenti, Brüder. Er ist hinter mir her. Hast du so diesen Baum? Ich sehe ihn. Ihr fragt mich nicht. Hä? Warum bin ich hier stehen geblieben? Der Assassine muss sterben. Romulus befiehlt es. Was hat er zu verbergen? Nun gut. Stirb. Mann. Hallo? Zeigt ihm die Stärke unseres Glaubens! Sein Tod wird uns alle läutern! Vergießt sein Blut! Habt ihr gerade... Könnt ihr nochmal zurückspulen? Und euch angucken,
wie der zweite von rechts. Ich glaube, es war der zweite von rechts, wie der am Ende geguckt hat. Ach, schön. Wo muss ich lang hier hoch? Herrlich. Einfach herrlich. Ich sehe ihn, da! Scheiße. Ich sehe ihn! Verdammt, er kommt davon! Ich sehe ihn, da! Hä? Komm ich da hoch? Danke. Tschüss. Direkt bei dir. Oh. Ach, Kinders. Na toll. Lass mich. Ich weiß, warum ich stehen bleibe, weil ich Messer ins Kreuz kriege. So, wartet doch. Hilf dir selbst. Was ist er denn für ein kleiner Assi? Die Behausung verlassen. Aha. So. Multi-Kill. Wir plündern mal ein bisschen. Florin, die werden aber wahrscheinlich, oder gehe ich einfach mal stark von aus, nichts dramatisch Wichtiges dabei haben. Medizin, Rauchbomben und Zeug. Okay. So, hier kommen wir nicht hoch. Oder doch? Nein. Das heißt, wir brauchen einen anderen Weg. Hier komme ich auch nicht hoch. Hier, sowas ist doch immer schon mal relativ verdächtig. Aber auch nur verdächtig. Ah, hier, guck mal, das ist doch gut. Schnauze, Mann. Oh Gott, den Stings habe ich nicht gesehen. Unerdecken treuwig. Da. Ja. Nein, ich bin gar nicht da. Quasi nicht existent. Der Große da. Komm. Der Große da kommt mir irgendwie bekannt vor. Au! Au! Ach, zu spät gekontert. Halt die Klappe. So, oh, Borgia-Flagge. Hä, die Missionen sind fertig? Okay. Okay. Einfach hier rüber? Offenbar ja. Alter, du Spackenhauptmann. Du alter Spacken. Ja, Mann, Entfernung zum Ziel verringern. Ich weiß doch. Lass mich mal hier raus.
nicht entkommen. Aha. Sehr interessant. Nein. Ernsthaft? Komm schon. Oh, ich fasse es nicht. Schluss jetzt. Ich schenke euch einen sauberen Tod. Okay. Ich glaube, hier werden wir gleich desynchronisiert werden. Mann, der ist zu schnell. Ja, fasst ihn. Komm schon. Da muss ich dir jetzt mal ganz kurz aus dem Weg räumen. Die haben mich hier kurz bevor ich fertig war quasi, oder kurz bevor ich am richtigen Platz war, haben die mich runtergeschossen. Die Schweine. Die Schweine. Dein Ende naht, Assassine. Oha, das sind aber viele. Besänftigt, Romulus, tötet ihn! Ja, kommt mal her. Au. Den Dienern der Wölfin kriegt ein Platz im Himmel. Komm her. Romulus bestraft jene, die nicht kämpfen. Ah, Mist. So. Nächste Welle von Spacken. Sehr gut. Direkt den vierten gekontert. Mit denen auch wieder gekontert. Jawoll. Habt ihr diese Lügen von euren Borgia-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. Jetzt muss ich dich. Gebt mir das Chiffrierblatt. Ich geb dir nur eins: den Tod. Aha. Glaub nicht ihm nach! Kann ich den gar nicht kontern? Okay, dann mach ich halt so. Checkpoint erreicht. Wir sollten ja dieses Mal ausnahmsweise nicht gefailt haben. Und da oben ist noch eine Flagge. Und sollten wohl... Oh, da komme ich nicht hoch. Und sollten wohl nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheit verloren haben. Hier muss ich offensichtlich hoch. Ah, hier muss ich mir einfach nur die Wand... Ja, genau. Ja, das lief von den Kämpfen her. Also ich mag die versteckte Klinge. Klar, ihr habt es mir auch schon oft gesagt. Gegen manche Gegner ist das Schwert natürlich besser. Das war gar keine Flagge, das war nur der Hebel, der hier so geblitzt hat. Okay. Aber ich mag sie einfach, auch wenn es langweilig ist. Mag ich sie trotzdem. 1580, das kann man machen. So, da hätten wir das Versteck doch auch in einer Folge gelöst. Das ist doch super. Das ist doch prima. Dann plündern wir hier noch komplett den Schrein. Glas mit Blutegeln. Lecker. Da ist noch eine. Silbererz. Okay. Und die Schatulle mit dem Chiffrierblatt oder whatever, mit dem Schlüssel halt. So, Schriftrolle 4 von Romulus und 5 von 6 Schriftrollen gefunden.
und wir kehren nach Rom zurück. Prima. Hat perfekt in die Folge gepasst. Dann werden wir nämlich am Anfang der nächsten Folge direkt mal einen Taubenschlag aufsuchen. Klempner als Erfolg, okay. Und die nächsten Aufträge starten. Und werden dann gucken, wo wir das letzte Romulus-Versteck finden. Weil auf der Karte habe ich es jetzt nicht gesehen. Aber ihr habt gesagt, dass wir das übers Aquädukt finden. Deswegen habe ich ja probiert, auf das Aquädukt zu kommen. Weil alle anderen Romulus-Verstecke, oder die wir bis jetzt gemacht haben, die hätten wir auch ohne Aquädukt erreichen können. Von daher werden wir uns, ja wie gesagt, in der nächsten Folge erstmal nach einem Taubenschlag umschauen. Ja, da haben wir hier gleich einen, seht ihr, das passt. Und dann nach dem letzten Romulus-Versteck. Ich sehe es aber auch einfach nicht. Oder haben wir das schon gemacht? Also hier müssen wir dann hin, wenn wir alle Schlüssel haben. Das heißt, wir brauchen noch einen Schlüssel. Naja. Wir werden in der nächsten Folge mal schauen, wo wir das Aquädukt finden. Und dann mal gucken, ob ich ein paar Nebenaufträge mache. Mal schauen. Dann haben wir hier auch noch die wiederhergestellten Erinnerungen und natürlich die Christina-Missionen. Also eigentlich da auch noch jede Menge zu tun. Also bevor es mit der Hauptquest weitergeht, wird es noch eine ganze Zeit dauern, weil ich jetzt erstmal so ein bisschen Nebenquests clearen will. Vor allem die Leonardo-Geschichte, vor allem die Romulus-Geschichte und natürlich gucken wir uns das Templer-Versteck auch noch an. Bis hierher sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.